Hallo, hallo, hier ist wieder Schoki Banoki Daily mit deiner Tagesdosis Angeberwissen. Heute ist der 4. Januar und wir haben unheimlich viele Fakten, die am 4. Januar gewesen sind, oder? Servus. Ja, servus. Ja, servus. Komm, fang an. Genau, wir fangen an mit dem heutigen Geburtstagskind. Jemand, der dir als Amateur im Bereich Fußball sicherlich nicht bekannt sein wird. Und zwar ist es... Oh! Toni Kroos. Toni Kroos, ja. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Toni, ja, Toni. Alles richtig Weltmeister, auch Torschütze beim 7:1 gegen Brasilien. Das war ein Ding. Also, da haben alle gedacht, egal, liegt schon lange zurück. Am 4. Januar 1990 in Greifswald geboren. Du weißt, wo das ist. Das ist ein Ossi. Tja, mein Gott, man kann nicht alles haben. Greifswald ist nahe Rügen. Er ist übrigens der einzige deutsche Spieler, der bislang... dreimal die UEFA Champions League gewann. Also nicht alleine, da waren noch ein paar andere Leute. Ja, mit Ronaldo und so. Ja, mein Gott. Ja. Ja, stimmt, hier mit hier Real Madrid, ne? Hi. Genau. Krass. Und 2014 wurde er mit der A-Nationalmannschaft in Brasilien World Ship wissen wir Meisterschaft. Ja. Alles klar. Genau. Ja. Aber weißt du, was denkst du, wann wurde die erste Parkuhr in Deutschland eingeführt? Also übrigens am 4. Januar. Aber ich wollte gerade sagen, lass mich raten, vom Tag her würde ich sagen... 4. Januar? Könnte sein, könnte sein. Und aber wann? In welchem Jahr? Weißt du das? Nein. Ich würde raten, haben bestimmt wieder die Amis mit angefangen? In Deutschland angeführt. Angeführt? Hier nach. Eingeführt in Deutschland. Na, das wann? Tut doch weh. Ja, wann hat man sich das erste Mal die Parkuhr eingeführt? Die Parkuhr hat man sich das erste Mal eingeführt 1958. Nee, 1954 und in welcher Stadt? In Minga. Falsch. Was? München. Nein, in Duisburg. Duisburg. Duisburg war die erste deutsche Stadt mit Parkuhr. Und das war 1954. Das war für lange Zeit dann auch das Einzige, womit Duisburg Vorreiter war, oder? Also ziemlich klar. Oder kam da noch irgendwas? Was hast du gegen Duisburg? Nichts dabei. Ja, genau. So, aber damit soll es noch nicht gut sein. Wir haben nämlich noch etwas. Und zwar 1958. Das liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. Hm. Vier Jahre nach der Parkuhr. Nachdem die Parkuhr hochgeschossen wurde, verglüht der russische Satellit Sputnik, hat nichts mit Sputniks zu tun, sondern Sputnik 1 beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Und mit diesem Satelliten ist ja eigentlich die Ära der Raumfahrt eröffnet worden. Sputnik. Danke. Ja, genau. Genau. ja, das war ja... War ja schön. Ein krasses Teil. 4. Januar. 4. Januar ist... so insgesamt so nicht so wahnsinnig viel passiert? Auch schon ein bisschen. Ach, nur nichts Interessantes. Ja, genau. Deswegen schließen wir jetzt den 4. Januar ab. Guckt morgen wieder rein, wenn es heißt 5. Januar. Deine, morgen 5. Januar? Ja. Wie krass. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Tschö. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Bye, bye.